Guten Abend im Berliner Jazzclub A-Train. Mein Name ist Verena Kaisers und ich heiße Sie herzlich im Namen von RBB willkommen zum Jazzpreis Berlin 2021. Wir senden live im Radio und wer zum Ton noch das Bewegtbild will, findet den Livestream auf rbbkultur.de. Mit dieser Preisverleihung heute, mit diesem Konzert, feiern wir einen Mann und seine Musik, der als Komponist, als Pianist und auch als Aktivist in Sachen Jazz die Szene dieser Stadt über Jahrzehnte bereichert und geprägt hat. Herzlich willkommen, Hannes Zerbe, und herzlichen Glückwunsch. Und es gibt noch etwas, was es heute Abend zu feiern gilt. Wir sind hier im Berliner Jazzclub A-Train und senden live. Und ich glaube, es geht uns allen ganz ähnlich. Endlich wieder Live-Konzerte, endlich wieder Club-Atmosphäre, endlich wieder Musik, Kunst, Kultur miteinander erleben können. Und ich möchte deswegen stellvertretend für alle Veranstalter, für alle Clubbetreiber, Konzertermöglicher, dem Macher des A-Trains, Sedal Shadan, sagen, danke, dass ihr durchgehalten habt. Danke. Danke, dass ihr trotz Aufführungseinschränken und Hygienekonzepten weitergemacht habt und dass ihr jetzt eure Türen wieder für uns öffnet, für die Musik. Wir brauchen euch und es ist irgendwie heute an diesem 9. Juni 2021 fast so ein surreales Glücksempfinden, hier endlich wieder miteinander Live-Musik erleben zu dürfen und dann eine solche, die wir erwarten können. Die gibt es auch gleich jetzt aber erstmal für die Jury des Jazzpreis Berlin, mein Kollege Ulf Drechsel mit der Laudatio. Vielen Dank. Ja, wir haben ja in den letzten Monaten regelmäßig aus diesem Club, aus dem A-Train und unserem Programm übertragen, live gestreamt. Insofern habe ich heute gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich wohne hier inzwischen fast. Aber heute ist es so fast voll und das ist noch ein besonderes Gefühl. Gestern waren auch schon ein paar Leute da, aber heute hat man das Gefühl, es ist wieder ein Club. Sehr schön und hoffentlich ist das kein Zwischenstopp und keine Eintagsfliege, sondern jetzt geht's wieder los. Es ist ja kein unbedingt folgerichtiger Schritt, dass jemand, der Elektrotechnik studiert hat, sein Leben fortan der Musik, dem Jazz widmet. Aber es gibt Ausnahmen. Eine heißt Herbie Hancock. Eine andere Hannes Zerbe. Und nur um ihn soll es heute gehen, den Preisträger, den fünften Preisträger des Jazzpreises Berlin. Musikalisch liegen natürlich Welten zwischen Hancock und Zerbe. Auch anders als Hancock hat sich Zerbe nie an Trends, nie an Moden orientiert. Zerbe war nie hip, Zerbe war nie Mainstream. Geboren wurde er am 17. Dezember 1941 in Litzmannstadt, wahrscheinlich besser bekannt als Lodz. Im Alter von 6 saß Hannes das erste Mal am Klavier, bekam Unterricht und spielte sich durch Literatur von Clementi, Bach, Beethoven, Tschaikowski und Chopin. In Radebeul bei Dresden an der Oberschule kam er mit dem Jazz in Kontakt. Eigentlich mehr mit Tanzmusik, in der sich Elemente von Jazz, Rock'n'Roll und Swing irgendwie finden ließen. Dann ging er zum Elektronikstudium an die TU in Dresden. Und auch in dieser Zeit spielte Hannes Zerbe als Amateur in Tanzmusikbands. Aber es blieb immerhin noch die Zeit für das Schreiben und die erfolgreiche Verteidigung der Diplomarbeit zum Thema, ich muss ablesen, Übertragung digitaler Nachrichtensignale im Tonfrequenzbereich. Das deutet schon ein bisschen auf Musik hin, finde ich. Nach dem Studium zog es Hannes Zerbe dann nach Berlin. Nicht wegen der Jazzszene, sondern wegen einer Anstellung als Diplom-Ingenieur in einem Büro der Interflug. Nicht die Erfüllung des Lebensplanes von Hannes Zerbe, wie er bald merkte. Die Musik bekommt Oberhand. Parallel zum eintönigen
Büroalltag beginnt er ein Fernstudium. Ein Fernstudium an der Hochschule für Musik Karl Maria von Weber in Dresden mit dem Hauptfach Klavier. An der Berliner Hochschule für Musik Hans Eisler studiert er Komposition bei Professor Wolfram Heiking und Professor Paul-Heinz Dittrich. In den 80er Jahren war er Mitschüler und war ja Meisterschüler für Komposition an der Akademie der Künste in Ost-Berlin bei Paul-Heinz Dittrich. Aber nochmal zurück in die 60er Jahre. In Ost-Berlin gab es eine rege moderne Jazzszene, deren Gravitationszentrum der Trompeter und Bandleader Klaus Lenz war. In dessen Band spielte Hannes Zerbe eine Zeit lang Piano, Hardbop, Soul Jazz, jazzige Tanzmusik. Zum Beispiel auch in der Nachtbar des Café Moskau auf der Karl-Marx-Allee. Dort lernte er etwa 1970 die US-amerikanische Gospel- und Spiritual-Sängerin Etta Cameron kennen. Mit ihr gab er in der Folgezeit über 100 Konzerte in vornehmlich Kirchen in der DDR. Das war für die DDR-Jazz-Szene durchaus eine kleine Sensation, denn die Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem Ausland, aus dem kapitalistischen zumal, war damals noch völlig unüblich, aber unter dem Dach der Kirche irgendwie machbar. Durch die Zusammenarbeit mit Etta Cameron ergaben sich wiederum Kontakte zu anderen amerikanischen Musikern, die in West-Berlin lebten und in der SFB Big Band spielten, wie Leo Wright und Carmel Jones. 1975 erlebte das Quartett Fetz seine Gründung mit Conny Bauer, Christoph Niemann, Peter Gröning und natürlich Hannes Zerbe. Überraschenderweise feierte Fetz zunächst auf Festivals in Polen und der damaligen CSSR Erfolge, ehe die Band dann auch auf heimischen Boden Furore machte und 1978 das Plattenlabel Amiga eine LP von Fetz veröffentlichte. 1978, bezeichnenderweise ein Jahr, nachdem sich die Band wieder aufgelöst hatte. Fetz schlug eine Brücke vom Hardbop, ja sogar von der Swing-Tradition zum freien Spiel. Und diese Art des Brückenschlagens zwischen Stilen und Musizierhaltung sollte eines der wesentlichen Merkmale der Musik von Hannes Zerbe werden und bis heute bleiben. Das gilt auch für das Quintett Osiris mit Joe Sachse, Hannes Zerbe, Manfred Hering, Wolfram Dix und Christoph Winkel. Seine bis dahin wichtigste und bis heute wahrscheinlich wegweisende musikalische Spielweise legte sich Hannes Zerbe mit der 1979 gegründeten Blechband. Drei Trompeten, drei bis vier Saxophone, vier French- bzw. Jagdhörner, zwei Posaunen, drei Tuben, Piano und Schlagzeug. Mit dieser vorbildlosen Besetzung, in der zudem Jazzmusiker und Musiker aus klassischen Orchestern zusammenspielten, schlug Hannes Zerbe eine Brücke zwischen zeitgenössischer komponierter Musik des 20. Jahrhunderts und der freien Spielweise des Jazz. Musik von Hans Eisler, Paul Dessau, Kurt Weil und Bela Bartok wurde in eine neue Klangsprache transformiert und auch aus einem zuweilen elitären Elfenbeinturm einem jazzaffinen Publikum zugänglich gemacht. Auch der Einfluss von Wilhelm Breuker, der auch gelegentlich Gast in der Blechband war, war natürlich deutlich hörbar. Aus der Arbeit in der Blechband ergaben sich wiederum kleine Besetzungen, zum Beispiel Duos mit Manfred Schulze oder Dietrich Unkroth, dem damaligen Tubisten der Komischen Oper. Hier setzte Hannes Zerbe nun auch zunehmend Synthesizer ein. Der Elektroniker brach sich Bahn. Das wiederum führte zu Kompositionsaufträgen für Theater- oder Hörspielproduktionen. Und vor allem zu etlichen Programmen, in denen Musik und Lyrik verschmolzen. Texte von Bertolt Brecht, Ingeborg Bachmann, Erich Fried, Kurt Schwitters, Volker Braun, Heiner Müller, Robert Gernhardt, Erwin Strittmatter, Erich Mühsam, Gottfried Benn. Von Gina Pietsch, Heide Bartholomäus, Peter Gröger, Joachim Vogt und Bernd Ludwig gesprochene oder auch gesungene Texte, mit denen auch immer das Leben im DDR-Alltag im Blick blieb. Musikalisch getragen von kleinen Besetzungen, vorwiegend mit Jürgen Kupke, Jörg Huke, Charlie Eitner. Unvergessen das Kurt Schwitters Dada-Projekt mit dem Schauspieler Hans-Joachim Frank und dem Posaunisten Jörg Huke, das in vielen Ländern, auch in den USA, aufgeführt wurde. Mit all diesen unterschiedlichen und doch von einer ureigenen künstlerischen Handschrift getragenen Projekten nahm Hannes Zerbe in der DDR-Szene des zeitgenössischen Jazz eine singuläre Position ein. Er gehörte nicht zum
Musikerzirkel, der von der Westberliner Plattenfirma FMP maßgeblich unterstützt würde. Er gehörte nicht zum Kreis der Musiker, um deren Engagements im In- und Ausland sich in den 70er und frühen 80er Jahren der Konzertmanager Uli Blobel rührend kümmerte. Hannes Zerbe kümmerte sich immer um sich selber, beziehungsweise mit der unermüdlichen organisatorischen Unterstützung seiner Ehefrau Heidrun. So gehörte er nie zum sogenannten Inner Circle des auch im Ausland gefeierten DDR-Free Jazz. Nach dem Fall der Mauer änderten sich für die allermeisten Musikerinnen und Musiker der DDR-Jazz-Szene die Arbeitsbedingungen spürbar. Es gab kein soziales Sicherheitsnetz mehr. Die Blechband ließ sich nicht mehr halten. Es gab noch kleine Besetzungen, aber die Auftrittsmöglichkeiten wurden rar. Hannes Zerbe komponierte und arrangierte weiter. Er wurde 1972 Mitglied im Deutschen Komponistenverband und war bis 2019 Vorsitzender dessen Berliner Landesverbandes. Und er ging neue musikalische Partnerschaften mit Musikern auch der Westberliner Szene ein, zum Beispiel mit Gebhard Ullmann oder Dirk Engelhardt. Seit 1995 leitet er das Jazzorchester Prokopetz, angesiedelt an der Musikschule Friedrichshain-Kreuzberg. Dadurch wurden auch viele jüngere Musikerinnen und Musiker der Berliner Szene auf die Arbeit von Hannes Zerbe aufmerksam und ermunterten, ja drängten ihn geradezu, eine neue eigene Großformation ins Leben zu rufen. Was für ein Wahnsinn eigentlich. So formierte er 2011 schließlich das Hannes Zerbe Jazzorchester Berlin, den Begriff Big Band tunlichst vermeidend. Eine 17-köpfige Band, in der zahlreiche herausragende Solistinnen und Solisten der Berliner Szene vereint sind. Einige von ihnen, Sirke Eberhardt, Gebhard Ullmann, Jürgen Kupke und Nikolaus Neuser, habe ich gefragt, was sie an Hannes Zerbe besonders schätzen. Alle betonten unabhängig voneinander, dass es Hannes Zerbes unverwechselbare Handschrift als Komponist sei, die sie fasziniert. Dass es Hannes Zerbe gelingt, die Sprache der zeitgenössischen Komponisten des 20. Jahrhunderts mit dem Übervater Eisler im Gepäck, mit dem freien Geist und Gestus des Jazz zu verbinden. Dass er damit eine ganz unverkennbare eigene Klangsprache entwickelt hat, die auch seine DDR-Biografie hörbar werden lässt. Dass diese Klangsprache aber immer gebunden sei an die Mitglieder seiner Band. Dass Hannes Zerbe immer die Persönlichkeit eines Bandmitgliedes im Blick hat, für die er eine Stimme in die Partitur schreibt. Er schreibt nicht für den ersten oder zweiten Trompeter, er schreibt für Damir Baksikin oder für Nikolaus Neuser. Jede Stimme ist wichtig, jeder Ton hat einen musikalischen Sinn. Auch eine für sich allein unbedeutend scheinende Einzelstimme im sechsköpfigen Holzbläsersatz bekommt Bedeutung und Substanz im Zusammenklang des ganzen Orchesters. Jetzt kleben die Saiten. Das macht jeden und jede Einzelne unverzichtbar für das Ganze. Hannes Zerbe gibt damit auch jeder und jedem im Orchester größtmögliche Verantwortung, gleichermaßen für sich und für die anderen. Im Grunde ist das gelebte Demokratie. Miteinander auf Augenhöhe, das nicht nur ohne die Autorität der Macht möglich ist, sondern das für die Autorität der Macht tödlich wäre. Um diese Chance der Eigenverantwortung plastisch zu machen, eine kleine Anekdote, die ich aus erster Hand habe. Fragt ein Musiker bei der Probe nach der Kleiderordnung für das nächste Konzert, sagt Hannes Zerbe, zieh halt keine Shorts an. Hören Sie sich die Alben an, die es vom Hannes Zerbe Jazzorchester gibt, dann werden Sie hören, was seine Kolleginnen und Kollegen meinen. Nochmal ganz kurz zu Herbie Hancock, der rund ein Jahr älter ist als Hannes Zerbe. In dessen Vita sind etliche Preise und Auszeichnungen aufgelistet. In der Vita von Hannes Zerbe, der im Dezember dieses Jahres 80 wird, fand ich bislang keine einzige Auszeichnung. Er ist eben eine singuläre Künstlerpersönlichkeit. Deshalb ist es höchste Zeit, dass du, lieber Hannes, den Jazzpreis Berlin bekommst für ein noch unvollendetes Lebenswerk. Bezeichnend für Hannes Zerbe ist übrigens auch, dass er im Telefonat, in dem ich ihm sagte, dass er in diesem Jahr den Jazzpreis Berlin bekommen wird, nicht nach dem monetären Wert des Preises fragte, sondern danach, wann er denn heute in den Club reinkommt und wann der Soundcheck beginnt. Das ist für mich auch Ausdruck deiner Lebenshaltung, die da heißt, ich kann nicht nichts machen. Es geht immer weiter. Dafür alles Gute. Und herzlichen Glückwunsch zum Jazzpreis Berlin 2021.
Danke, Ulf Drechsel. Und es gibt nicht nur zwei weitere, sondern viele weitere hier im Saal, aber jetzt ganz explizit zwei weitere Menschen, die Ihnen gratulieren möchten. Den Jazzpreis Berlin, Ulf Drechsel hat es gerade gesagt, gibt es seit 2017. Initiiert hat ihn damals die IG Jazz und das Land Berlin und der Rundfunk Berlin-Brandenburg vergeben ihn gemeinsam. Und daher möchte ich jetzt auf die Bühne bitten und freue mich sehr, dass Sie heute Abend dabei sind, Martina Zöllner, Kulturchefin vom RBB, und Klaus Lederer, Kultursenator. Bitte zu mir. Martina, du bist seit April neue Kulturchefin im RBB und verantwortest damit wirklich alles, was wir in Sachen Kunst, Kultur, Musik, Dokumentation, Fiktion, in Radio, Fernsehen, online machen. Also ein wirklich, wirklich weites Feld. Und ich frage mich, welche Rolle spielt in diesem breiten Reigen der Jazz für dich eigentlich? Also ich würde mich nicht als Expertin bezeichnen, das könnte ich mir nicht anmaßen, aber also ich glaube, die eindrücklichsten Konzerterlebnisse, die ich je hatte, waren Jazzkonzerte, das muss ich schon sagen. Also ich habe einmal Wayne Shorter in Heilbronn erlebt, das habe ich nie vergessen, das war Magie. Ne? Also ich bin sonst nicht so esoterisch drauf, aber die sind geflogen. Und wenn man das erlebt hat, was also Musizierende des Jazz auf einer Bühne gemeinsam machen, man sagt ja immer, es ist die Musik der Freiheit, ne? Das ist ja fast schon ein Gemeinplatz, aber ich glaube, es ist auch noch die Musik der Toleranz, weil Ulf Drechsel hat es auch gesagt, Brücken bauen, einander zuhören, dem anderen Raum lassen, das ist so wunderbar antiautoritär und deswegen finde ich, hat Jazz gerade uns heute in diesen Zeiten besonders viel zu sagen. Also ich finde, es ist eine politische Musik. Herr Lederer, apropos politische Musik, genau. Ich glaube, Sie muss ich nun wirklich nicht fragen, ob der Jazz in Ihrem Leben eine besondere Rolle spielt, denn Sie zeigen das andauernd und ausdauernd. Sie sind aktuell wieder Schirmherr der Jazzwoche Berlin, die zurzeit stattfindet. Und Sie haben es sich zum wiederholten Male, was mich freut, auch heute Abend nicht nehmen lassen, persönlich dabei zu sein, um Hannes Zerbe zu würdigen. Und was ist es im Kern, was über das Kultursenator-Dasein hinaus vielleicht auch noch Ihre ja sehr nachhaltige Leidenschaft und Ihr Engagement für den Jazz in dieser Stadt auszeichnet und begründet? Also ich bin das, was Ulf wahrscheinlich gemeint hat, als er von jazzaffines Publikum gesprochen hat. Das heißt also, ich habe einen großen Faible für ernste Musik, ich habe einen großen Faible für voraussetzungsvolle Musik, also Musik, die KünstlerInnen fordert und die sie zu absoluten Höchstleistungen bringt und das im Miteinander. Und der Jazz ist in Berlin, hat in Berlin eine Tradition. Ich bin ja auch wie Hannes Zerbe aus dem Osten. Und ich tatsächlich hatte meine ersten Berührungen mit dem Jazz noch bevor die Mauer fiel und fand tatsächlich dieses sehr, sehr individuelle, sehr, sehr individualistische, aber trotzdem selbstbewusste des Jazz immer ganz großartig und habe eben auch gemerkt, das hat vielleicht mit dem Osten zu tun, dass eben Hans Eisler, Paul Dessau und andere, dass also zeitgenössische Komponisten des 20. Jahrhunderts tatsächlich auf den Jazz im Osten, wie ich finde, einen großen Einfluss hatten und ihn sehr geprägt haben und ihm damit auch eine spezielle Note verliehen haben. Und das ist etwas, was ich sehr schätze und bin dann, nachdem eine ganze Zeit, das dann doch eher die ernste Musik des großen Bestecks, des Orchesters war, die mich gereizt hat, dann irgendwann wieder zurückgekommen und habe dann wieder genauer hingehört. Und ich gebe zu, dass die Tatsache, dass ich Kultursenator geworden bin, eigentlich dazu geführt hat, dass das wieder enger geworden ist und dass das wieder nachhaltiger geworden ist. Und Menschen wie Gebhard Ullmann kennenzulernen, wie Silke Eberhardt, die ist hier heute auch da, erinnere mich gerne. Es war ein bisschen wärmer im letzten Jahr hier im A-Train an das Konzert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin der Jury zutiefst dankbar, dass der Preis in dem Jahr an Hannes Zerbe geht. Weil Hannes Zerbe ist mir ein Begriff tatsächlich auch noch aus einer Zeit, in der ich ein bisschen kleiner war als heute. Und ich finde, dass Kunstschaffenden aus dem Osten, die ja oft nach der Wendezeit so ein bisschen an den Rand gedrückt wurden, nicht so in den Raum hatten, jetzt an verschiedenen Stellen, nicht nur in der Musik, so eine Würdigung widerfährt. Das war höchste Zeit. Und insofern finde ich und bedanke mich besonders bei der Jury, verneige mich und gratuliere insbesondere. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Wir haben ihn jetzt
Wir haben Ihnen jetzt, lieber Hannes Zerbe, mit Worten und Würdenträgern eine Bühne bereitet, auf die ich Sie jetzt nun auch bitten möchte, damit wir Ihnen den Preis, den Jazzpreis Berlin 2021 endlich überreichen können und dann Ihre voraussetzungsvolle Musik hören können. Hannes Zerbe. Den gemeinsam von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa und RBB Kultur ausgelobten Jazzpreis Berlin erhält im Jahr 2021, das ist jetzt, der Musiker und Komponist Hannes Zerbe. Der Preis ist dotiert, verbunden mit einem öffentlichen Preisträgerkonzert sowie bei einer CD-Produktion des RBB. Der Jury 2021 gehörten an Silke Eberhardt, Lisa Bassange, Gregor Dotzauer, Robert Landwehrmann, Ulf Drechsel sowie Uwe Sandrup. Berlin, den 27. April, und unterschrieben haben Ulf Drechsel als Vorsitzender der Jury, Patricia Schlesinger, die Intendantin, und ich habe hier auch noch ein kleines Autogramm drauf gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Hannes Zerbe. Werte Gäste, ich bedanke mich natürlich ganz herzlich bei der Jury zuallererst, die so leichtsinnig war, mir diesen Preis zu verleihen. Dann bedanke ich mich natürlich beim RBB, Ulf Drechsel an der Spitze für mich, und bei der Senatsverwaltung für Kultur, Senator Lederer und Herr Sandhop, der also unsere JAZ-Belange immer sehr unterstützt hat. Wenn ich an die Konzertreihe JAZ im Musikinstrumentenmuseum denke und andere Aktivitäten, dann kann ich nur sagen, ich bedauere es sehr, dass er, genau wie Ulf Drechsel, leider in diesem Jahr die Szene verlassen wird. Ihr werdet uns fehlen. Ja, ansonsten bedanke ich mich natürlich bei den vielen guten Musikanten, mit denen ich im Laufe meiner musikalischen Tätigkeit das Vergnügen hatte, zu arbeiten. Und ich muss sagen, man lernt nie aus. Es ist immer wunderbar mit jedem neuen Musiker, den man kennenlernt. Und man bleibt auch jung, weil immer neue Musikanten nachkommen in den verschiedenen Bands, mit denen ich gearbeitet habe. Also es war mir ein großes Vergnügen und eine große Ehre. Und ich bedanke mich natürlich bei unseren 4 Musikanten, die sich bereit gefunden haben, heute mit mir hier zu spielen. Die sind alle Mitglieder des großen Hannes Zerbe Jazz Orchesters. Und also ich freue mich sehr. Ich habe es gar nicht glauben wollen, als Ulf Drechsel mich anrief und er sagte, sitzt du jetzt? Und ja, sagte ich, sitze. Nee, wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet. Es gibt so viele gute Musikanten in Berlin. Und ich kann nur sagen, der ich doch vielleicht ein bisschen älter bin als die meisten, dass die Nachkommenden ja noch reichlich gelegen haben werden, diesen Preis auch zu erhalten. Und insofern, ja, uns allen einen schönen Abend und vielen Dank für die Ehre, dass Sie gekommen sind. Er sitzt jetzt für uns am Klavier, Hannes Zerbe,
und mit ihm auf der Bühne stehen werden. Die Musiker, die ich jetzt herzlich bitte, hier hochzukommen, das ist Jürgen Kupke, Klarinette, Nico Lohmann, Altsaxophon, Horst Nonnenmacher, Bass und Christian Marien am Schlagzeug. Das erste Stück, was wir spielen werden, heißt Kronos. Thank you.
Dankeschön. Das nächste Stück heißt Passacaglia für David. Gemeint ist im weitesten Sinne David Bowie, von dem ich mich harmonisch da etwas habe anregen lassen. Thank you.
Das nächste Stück heißt Malerei, ohne Pinsel und mit H geschrieben, das Malerei. Wobei man sich schon denken könnte, woher das vielleicht kommt. Thank you.
Das nächste Stück ist ein Trio. Das Trio heißt Kunz, nämlich Kupke, Nonnmacher, Zerbe.
Jetzt kommt ein Stück, das habe ich Mona Lisa genannt. Also eigentlich hat es ein alter Freund von mir, der Hobbymaler ist, hat die Mona Lisa sozusagen neu interpretiert, dieses berühmte Gemälde. Also ich nehme an, er hat die Alterung darstellen wollen und ich kann es leider jetzt nicht zeigen, aber es ist wunderbar erschreckend geworden und deswegen kommt jetzt dieser Titel Mona Lisa. Thank you.
Thank you.
Ich will nur zwischendurch noch sagen, das Schlagzeugstück, was Christian Marien gespielt hat, heißt Stiller. Aber Sie werden es gemerkt haben, es wurde am Schluss immer stiller. Wir spielen noch einen kleinen hinten drauf, aber mehr haben wir dann nicht. Das heißt Part 18. Thank you.
war der Jazzpreis 2021 mit dem Preisträger Hannes Zerbe am Klavier, Jürgen Kupke, Klarinette, Nico Lohmann, Saxophon, Horst Nonnenmacher, Bass und Christian Marien am Schlagzeug. Vielen Dank. Für uns hier im A-Train geht es jetzt raus in die Nacht. Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es jetzt bis 22:30 noch mehr Jazz bei uns im Programm. Wir spielen Auszüge aus dem vergangenen Preisträgerkonzert Silke Eberhardt, auch hier bei uns, jetzt im Radio, mit Stücken, die sie gespielt hat vor einem Jahr mit dem Silke Eberhardt Trio. Das war neben ihr am Saxophon Jan Roder am Bass und Kai Lübke am Schlagzeug. Also bleiben Sie dran am Radio und kommen Sie gut durch die Nacht allesamt.